Kunst ist eine Emotion und sollte einen Menschen entweder inspirieren oder zum Denken anregen. Ein Bild, das eine Emotion erzeugt, ist Kunst. Ein Bild, was gar keine Emotion erzeugt, ist keine Kunst. Das Bild verschmelzt uns zusammen zu einem Teil. Jesus, Maria und Josef. Wir sind Irina Marina Fabricius, geboren sind wir in Kasachstan, Kustanai. 1990 sind wir ausgewandert von Kasachstan nach Deutschland. Alles, was wir tun, geht in Richtung der Malerei. Wir sind die Bilder. Unsere Mutter hat selber auch gemalt als Hobby. Und dann hat unsere Mutter so gedacht, ja, wie beschäftige ich meine Zwillinge? Das Interessante ist, dass wir uns den Stift geschnappt haben und angefangen haben, da Kringeln zu malen. Im Studium waren wir als allererstes Fotorealisten. Ja. Wir sind in diese Malerei gekommen, weil wir den Protagonisten als Licht darstellen. Unsere Werke entstehen in gemeinsamen Teamwork. Die Technik verlangt es, in einem Guss zu machen. Ab gewisser Zeit fängt an der Trocknungsprozess bei solchen großen Flächen. Und wir müssen es schaffen, innerhalb von 1,5 Stunden bis maximal 3 Stunden diese Farbe auf der Leinwand zu platzieren. Diese Art der Malerei hat praktisch dazu geführt, dass wir zusammenarbeiten. Also unser absoluter Lieblingsformat ist 2 Meter auf 2 Meter. Dann überlegen wir uns kurz, welche Stimmung das haben soll. Soll es eine dynamische Stimmung sein, durch einen Quadraten oder eine harmonische, durch einen Kreis oder eine intensive, durch einen Punkt. Dann überlegen wir uns, ist es dann eher so eine diffuse, neblige Stimmung oder eine Extremlichtstimmung. Die erste Grundschicht ist immer für uns die deckende, weil sie so satt ist. Auf diese Grundschicht legen wir dann die ganzen Lasuren und nutzen immer noch die Grundfarbe, die da auf der Leinwand ist. Unser Licht, das wir rausarbeiten wollen, kleben wir aber vorher ab. Wir nutzen das Leinwandweiß als Lichtquelle. Ein Bild braucht ungefähr 20, manchmal sogar 30 Lasuren. Also ungefähr 6 bis 9 Monate, bis ein Bild fertig ist. Wir malen parallel an 3 Bildern pro Tag. Die Idee entspringt von uns beiden. Wir sehen Situationen oder nehmen Lichtstimmungen wahr. Und weil wir zusammen aufgewachsen sind, haben wir auch dieselbe Sichtweise auf die Dinge. Die Herausforderung ist immer, eine Gefühlsstimmung zu erreichen, die man in diesem Moment wahrnimmt. Und man macht so lange ein Bild, bis man dieses Gefühl erreicht hat.